Willkommen zurück zum Let's Play Penumbra Schwarze Pest. So, wir können ja hier mal kurz aus dem Fenster schauen. Das Ganze sieht sehr interessant aus. Das Licht, es scheint nicht natürlich zu sein. Nein, es ist künstliches Licht und wir sehen, dass wir uns unterirdisch befinden. Irgendwo in einem Berg, so wie es aussieht. So, was haben wir hier? Willkommen im Shelter. Wahrscheinlich irgendeine Willkommens-CD. Eine CD mit der Bezeichnung Willkommensbesprechung. Okay. Das heißt, wir müssten hier irgendwo einen CD-Player finden. Was haben wir hier? Willkommen in der Shelter-Forschungsstation Grönland. Der Shelter ist eine fast autarke Einrichtung, die in den 70er Jahren für die Bestrebungen der höheren Kaste eines Archaikums errichtet wurden. Das Wissen des Altertums zu erforschen und zu verteidigen. Damit sie sich dem Archaikum als nützlich erweisen können, gibt es für Neumitglieder dieser Einrichtung einige grundlegende Regeln, mit denen sie sich vertraut machen sollen. Der Shelter bietet einen Wohnbereich einschließlich einer Kantine, einem Fitnessraum und einer Krankenstation. Zusätzlich zu einer festgelegten Anzahl chemischer und biologischer Labors gibt es Arbeitsplätze, Ausgrabungsausrüstungen und ein Sicherheitssystem. Die drei Erstgenannten stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, den anderen Einrichtungen werden sie in Kürze zugeteilt. Da fehlt ein Wort, okay. Sollten Sie sich aufgrund Ihrer Arbeit hier auf irgendeine Weise krank, benommen oder anderweitig geistig eingeschränkt fühlen, melden Sie sich bitte nicht auf der Krankenstation. Schnüren Sie sich stattdessen an einem festen Objekt in Reichweite fest und versuchen Sie, alle angrenzenden Türen zu versiegeln. Warten Sie dann auf das Eintreffen unserer Spezialisten. Bereiten Sie sich schlimmstenfalls darauf vor, Ihre persönliche Cyanidkapsel zu schlucken, die Sie im Anschluss an diese Besprechung erhalten werden. Das Archaikum hasst es, geschätzte Mitarbeiter zu verlieren, aber es könnte zum Wohle der gesamten Organisation sein. Wir sind uns sicher, dass Ihnen die Arbeit mit uns gefallen wird. Ja, mit so einem Willkommensblättchen kann einem ja die Arbeit hier nur gefallen. So. Fest verschlossen. Okay. Was ist das? Anscheinend wird diese Tür von einem anderen Ort aus kontrolliert. Hier steht jedoch, dass sie sich bei Notfällen öffnet. Bei Notfällen. Okay. Hier haben wir einen Schalter. Also das würde ich ja allein schon als Notfall bezeichnen. Junge, Junge. Ein weiterer Sicherungskasten. Dieser hier scheint defekt zu sein. Würde ich auch so behaupten, bei dem Funk, wie der gerade rauskam. So, was haben wir hier noch? Medizin. Batterien. Ja, man muss auch manchmal hinter die Kartons gucken, um etwas zu entdecken. Aber hier ist jetzt nichts weiter. Was ist das? Ein Fass. Den Geruch nach ist die Scheiße darin mit Benzin durchdrängt. Scheiße im wörtlichen Sinne? Irgendein Abfluss. Okay, so wie das aussieht, ist es, glaube ich, ernst gemeint. Boah, ist das ekelhaft. Warum steht da eine Tonne mit Scheiße in diesem Raum drin? Das ist ja seltsam. Aber das ist auf jeden Fall mit Benzin getränkt, das heißt, es lässt sich leicht entzünden. Ich kombiniere daraus mal, dass wir die Funken hier brauchen, um das zu entzünden. Und Feuer ist ja so eine Art Notfall. Da oben ist eine Sprinkleranlage. Wenn wir da das Feuer drunter stellen... Okay. Es hat funktioniert. Na bitte. So, was haben wir hier Feines? Teller. Ah, das ist der Kantinenbereich. Okay. Was war das?
hasse es, Stimmen zu hören. Okay. Der Bereich ist also wieder zu. Ist irgendwas unter der Matratze? Nein. Was ist das hier? Tasty Flakes. Jetzt eine Schüssel Cornflakes, das wär's. Können wir hier rein? Sie ist verklemmt. Okay. Hier können wir ja nicht viel, viel machen. Dann gucken wir mal in den Bereich hier rein. Verdeckt, verdreckt mit Fett von jahrelangem Missbrauch. Oh Mann, wenn mein Herz so aussehen würde. Okay, im Kühlschrank ist auch nichts drin. Er scheint auch seit langer Zeit nicht mehr zu funktionieren. Die Schränke. Hier ist nichts drin. Hier auch nicht. Ist hier was drin? Nö, nur ein Müllsack. Das finde ich übrigens sehr, sehr detailverliebt. Dass in der Mülltonne auch tatsächlich Müll drin ist, den man einzeln durch die Gegend schmeißen kann. Aus dem Abfluss kommt ein unangenehmer Geruch. Das glaube ich. Boah, es ist total schimmelig alles. Bäh. Ist hier irgendwas drin? Nein. Eine total verrostete Pfanne. Hier haben wir noch ein paar Schränke. Sind aber auch nur Teller drin. Und hier anscheinend Cornflakes-Packungen. Ja. Ist dahinter irgendwas? Nö. Okay, also noch weiter. Oh, die Tür ist tatsächlich mal offen. Aber wo kam denn eben dieses Geräusch her? Dokumente und Artikel, vorwiegend über uralte Sprachen und Übersetzungen. Was macht das hier? Hinter der Kantine? Können wir das Ding anmachen? Okay. Das könnt ihr euch bei Bedarf vorlesen, diese Chronologie. Man kann es ja tatsächlich lesen. Ich hoffe, die YouTube-Datei ermöglicht das auch noch. Ansonsten kann ich das gerne in die Videobeschreibung posten oder in die Kommentare, wenn ihr das möchtet. Also einfach Bescheid schreiben. Wieder Batterien. Und eine Taschenlampe. Okay. Funktioniert das Ding? Ja, es funktioniert. Keine CD im Laufwerk. Okay, hier können wir die CD einlegen. Und hier haben wir ein Textdokument. Meine Forschungen haben etwas. Okay. Faszinierendes ergeben. Ich habe Aufseher Frisk immer wieder gewarnt, dass ich Zeit brauche, um eine vollständige Textanalyse durchzuführen, bevor meine Übersetzung als abgeschlossen angesehen werden könnte. Hier sind jede Menge Fehler drin. Er hat trotzdem mit den Ausgrabungen begonnen und nun muss er den Preis dafür bezahlen. Die Sicherheitsstufe dieser Einrichtung ist derart hoch, dass außerhalb dieser Mauern keine Spur auf sie hindeutet. Nicht einmal die Zentralkaste des Archaikums sitzt Aufzeichnungen über ihre Position. Tatsächlich sind die einzigen Verbindungen zur Außenwelt die Notizen, die ich vor einigen Jahren zurückgelassen habe. Seit der Freisetzung des Virus vor über einem Jahr wurden keine Rettungsversuche unternommen. Nicht eine Person hat versucht, die Einrichtung zu betreten. Kurz vor der Freisetzung des Virus habe ich einer Vertrauensperson eine Nachricht geschickt. Ich kann nur vermuten, dass mein Sohn Philipp die Nachricht erhalten und meiner Bitte gefolgt ist. Egal, was hier unten noch passiert, jetzt kann ich zumindest sicher sein, dass von diesem Ort keine Spuren übrig bleiben, dass diese Geheimnisse hier begraben werden. Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, niemals einzelne Entdeckungen zu überschätzen. Die Informationen,
die ich nun besitze, sind jedoch nicht nur für das Überleben unserer Spezies überlebenswichtig, sondern auch für ihre Zukunft. Am Morgen beabsichtige ich als erstes, nach Freiwilligen zu suchen, die sich auf den Weg in den infizierten Bereich des Shelters machen. Es wird sich zwar niemand melden, aber ich werde trotzdem alle fragen. Ich werde mich zuerst zur Bibliotheksforschungsstation aufmachen. Danach sind alles unbekannte Variablen. Danach muss ich einfach meinen Glauben in diese Entdeckung setzen. Wenn ich mich irre, werde ich es kaum durch den Wohnbereich schaffen. Jetzt stelle ich mich schon so drauf ein, dass hier Rechtschreibfehler drin sind, dass ich überhaupt nicht mehr lesen kann. Wenn ich nur daran denke, dass ich meine Familie für diesen Ort verlassen habe. Was ist schlimmer? Dass ich etwas so Wertvolles geopfert habe oder dass ich es nicht eine Sekunde lang bereue? Howard Lovresque, Chefübersetzer. Ich habe den Inhalt der Notiz in meinem Notizblock abgeschrieben. Okay. Doorlock Controller O.exe. Okay. Ich denke mal, das ist die Tür, die wir vorhin als verschlossen vorfanden. Kennwort eingeben. Okay. Vielleicht ist das Kennwort ja auf der CD drauf. Dann benutzen wir doch mal die CD mit dem Computer. Die CD ist problemlos reingegangen. Ich sollte sie nun aufrufen können. Welcome to Shelter Research Station Greenland. Shelter is an almost entirely self-sufficient installation, built in the 70s to further serve the purposes of the archaic elevated caste in their pursuit and defense of ancient knowledge. As a new member of the facility, there are some basic rules you should be aware of in order to be useful to the archaic. Shelter provides living facilities, including a mess hall, gymnasium, and medical bay, in addition to the stipulated array of laboratories, chemical and biological, workstations, excavation equipment, and security. Please use the former at your leisure, but expect to be assigned to the latter with a moment's notice. Second, due to the nature of our work here, should you feel in any way ill, lightheaded, or otherwise mentally incapacitated, do not report to the medical facility. Fasten yourself securely to whatever solid object may be available, attempt to seal all connecting doors, and await retrieval by our trained professionals. In a worst-case scenario, be prepared to swallow your personal cyanide capsule, which will be issued after this briefing. The Archaic hates to lose its treasured staff, but it may be for the good of the operation. We know you will enjoy your work with us. Okay, das haben wir alles schon in dem Textdokument gelesen. Introduction. Ja, das haben wir alles schon. Password changes. Wichtiges Update. Seit dem Druck Ihres persönlichen Handbuchs wurden folgende Kennwortänderungen vorgenommen. Wie immer sind die oben stehenden Informationen streng vertraulich und nicht an Dritte weiterzugeben. Okay, jetzt müsste ich nur noch mal herausfinden, welche Tür das war. Schließen. 236. Das ist die 1167. Hallo? 1167. Okay. Tür aufgesperrt. Wunderbar. Gut, dann werden wir jetzt mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Sie ist tatsächlich auf. Okay. Hier scheint eigentlich nichts Besonderes zu sein. Hier ist wieder eine Fackel. Mal die Säcke bewegen. Vielleicht ist dahinter irgendwas. Aber nein. Hier ist eine Kiste, die wir verschieben können. Ah, hier geht's runter. Okay, alles klar. Dann beende ich an dieser Stelle diese Folge. Und speichere hier. So sieht das Speichern aus.
Diese Dinger sind überall. Ein Teil von mir ist immer noch da drin. Etwas, das mich hineinziehen möchte. Okay. So, an dieser Stelle haben wir dann gespeichert und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter mit Penumbra, Schwarze Pest. Also bis gleich.